Dirty Ursel grüßt, meine Freunde des gepflegten Ego-Shooters G-Sports und präsentiert euch heute ein Herrschaftsmatch auf Outpost. Ja, der ein oder andere fragt sich vielleicht, wo ich bin. Hier ist mein erstes MW3-Gameplay für euch. Ich muss euch dazu sagen, bevor ich hier in mein Setup einsteige, ich war oder bin vor einer Woche ziemlich krank geworden. Ich habe, wie man es vielleicht noch hört, etwas noch eine verschnupfte Nase. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das vorab, und ich habe hier dabei die M4A1 mit dem Rotpunktvisier mit verringertem Rückstoß. Als Sekundärwaffe habe ich mitgenommen die FMG9. Meine Perks sind heute Fingerfertigkeit Pro, Hardline leider noch nicht in der Pro-Version und Marksman, kann ich euch jetzt leider gar nicht sagen, was es auf Deutsch heißt, ist mir aber jetzt auch egal. Meine Abschussserienbelohnungen belaufen sich wie folgt. Die Predator-Rakete auf der 6 den Prezi und auf der 9 den Strafe Run, oder ich glaube auf Deutsch heißt der Tiefflug. Ja, wie gesagt, ich war jetzt etwas längere Zeit nicht da. Ich hatte auch privat viel Stress. Ich musste mich um einige Sachen kümmern. Deswegen tut es mir auch vorab schon mal leid, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich euch dieses erste Gameplay von mir liefere. Wie ich dieses ganze Spiel MW3 und wie ich das finde und was ich davon halte, da möchte ich später näher drauf eingehen, denn ich habe heute einen schmutzigen Gast bei mir, und zwar sieht er aus, oder heißt der nicht, sieht er aus, sondern ihr könnt ihn ja nicht sehen, sondern er ist Dirty Harry. Ja, Dirty Harry ist heute bei mir, das heißt auch für euch mein erstes Duel-Commentary, und da freue ich mich ganz herzlich, dass du heute mit dabei bist. Ja, die Freude ist auf meiner Seite, dass wir das endlich mal irgendwie hier zusammen hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Es hat jetzt wirklich lange gedauert. Wir haben uns das schon lange vorgenommen, ne? Ja, sicher. Aber was ein gut Ding braucht, gut Weile, ne? Das stimmt, das ist richtig. Und zwar haben wir beide uns was Leckeres ausgeküngelt und ausgedacht. Und zwar hatte der Harry mich mal angesprochen mit einer Idee. Und darüber haben wir uns ausgetauscht und da sind wir auf einen Nenner gekommen und die wollen wir euch heute präsentieren und mitteilen. Denn es geht jetzt wichtig für die PCler, die warten ja auch schon lange, weil viele gefragt haben, ja, DNO gibt es leider nur auf der PlayStation 3, aber nun gibt es das auch auf dem PC. Ist das nicht toll? Ja, und das startet ab sofort. Ab sofort, das heißt, der Server ist online und sicherlich fangen mit euch jetzt schon die Tastatur und die Mäuse hin und her zu klackern. Und ihr seid bestimmt schon ganz nervös. Aber was heißt das für euch? Für die PCler, jetzt aufgepasst. Es ist so, ihr bewerbt euch ganz normal, wie ihr vielleicht auch schon bei meinen Abonnentenvideos gesehen habt, die sich bei mir beworben haben. Bewerbt ihr euch jetzt nicht bei mir, sondern beim Dirty Harry. Die Kanalbeschreibung seht ihr ja unten in der Videobeschreibung. Das heißt, da könnt ihr mich dann auch ganz leicht finden. Genau, also für denjenigen, der den Dirty Harry vielleicht noch nicht kennen sollte, was ich aber nicht glaube, ich glaube, die meisten kennen ihn bereits, sehen nochmal die Verlinkung des seines Kanals unter der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt mit einem Klick sofort auf seinen Kanal drauf. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr spielt ein Herrschafts- oder Hauptquartier-Match. Das haben, wollten wir so beibehalten. Wir, also auf der Plattform MW3. Die gleichen Voraussetzungen wie für die PlayStation 3 gelten auch für den PC. Das heißt, ihr solltet alleine spielen, ihr solltet das Spiel gewinnen. Ihr könnt euch die Klasse allerdings genauso aussuchen, wie, für die wie die Leute das auch auf PlayStation 3 getan haben. Das heißt, das überlassen wir euch. Ihr könnt Supporter, Angreifer, wie auch immer, die Klassen, Primärwaffe und die ganzen Perks, die könnt ihr euch selber aussuchen. Das ist ja auch wichtig für euch, dass ihr den Spaß daran erhaltet und auch Spaß daran habt. Und wenn ihr das getan habt, falls ihr noch irgendwelche Sachen oder was, welche Voraussetzungen oder wie man sich da bewerbt, könnt ihr auch gerne nochmal das Video Wie komme ich in den DNO-Clan auf meiner Seite, auf das Video nochmal anschauen. Die Regeln, die ich da festgelegt habe, die gelten genauso wie jetzt hier für den PC. So, Harry, dann würde ich sagen, wie sieht das denn das Ganze eigentlich aus? Ja, also wenn ihr der Meinung seid, ihr habt echt ein richtig dirty Gameplay, womit ihr euch bewerben wollt, dann kommt ihr auf meinen Kanal und schreibt mir erstmal eine PN.
In den Betreff schreibt ihr einfach nur rein Freundesliste, damit ich gleich weiß, worum es geht. Und dann ist wichtig, in der Nachricht an sich muss nur eins drinstehen. Und zwar muss drinstehen, wie euer Steam-Account-Name ist. Nicht euer Spielername, sondern der Account-Name. Weil sonst kann ich euch nicht finden. Das Gameplay, was ihr erspielt habt, könnt ihr ganz leicht bei euch in die Dateifreigabe stellen, in Steam, und nennt es einfach um, wie es auch sonst vorher war, in Be Dirty. Das heißt, wenn ihr euch dann bewerbt, kann ich euch adden als Freund mit eurem Steam-Account-Namen. Geh einfach in eure Dateifreigabe und guckt mir an, was ihr gespielt habt. Weil sonst habe ich ja keine Chance, euch zu finden. Wenn jetzt einer irgendwo mir aus Versehen seinen Spielernamen oder sonstigen Namen schickt, kann ich mir natürlich nicht die Arbeit machen, danach zu forschen, wer ist das denn? Dann gebe ich irgendeinen Namen ein, habe in der Steam-Liste 35 Leute und weiß nicht, welcher von denen das ist. Das ist also ganz wichtig. Denkt dran, der Name, mit dem ihr euch bei Steam einloggt, ist der, den ihr mir schicken sollt. So, wenn das passiert ist, werde ich mir die Gameplays angucken und schauen, ob ihr Dirty genug gespielt habt für den DNO-Clan. Und ich werde euch auf alle Fälle dann anschreiben, ob ihr in den DNO-Clan direkt reinkommt oder ob ihr eventuell nochmal ein neues Gameplay erspielen solltet, weil das eine oder andere vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Wichtig ist auch, bitte, wenn ich euch dann adde, und ihr seht das, ihr müsst es ja annehmen, wenn ich eine Freundschaftsanfrage stelle, tut mir einen Gefallen, wenn das passiert ist, schreibt mich dann nicht an oder ladet mich nicht zu irgendwelchen Spielen ein oder versucht irgendwo nachzujoinen. Weil das verkompliziert die ganze Sache nur für mich, und wenn das dann überhand nimmt, muss ich euch leider Gottes dann aus der Liste wieder rausschmeißen. Ganz wichtiger Punkt. Also, ihr wisst ja, dass die Kommentatoren nicht so sehr begeistert sind, wenn man danach joint. Deswegen bitte ich euch wirklich auch recht herzlich, das auch beizubehalten und den Harry da nicht zu stören. Wenn er das Spiel und seine Ruhe haben will, dann lasst ihn bitte da in Ruhe. Die meisten, die wissen das auch, aber es gibt immer so ein paar Kandidaten, die sich ja nicht wirklich dran halten. Macht es bitte. Sollte da jemand sich nicht dran halten und den Harry da ärgern, dann kriegt er auch mit dem Ursel Ärger. Also, da sage ich nochmal betont, mach das einfach. Harry, so wolltest du, ich habe dich jetzt kurz unterbrochen, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz auf die Möglichkeit eingehen, die wir zusätzlich haben. Das heißt, uns steht ein TeamSpeak-Server natürlich zur Verfügung, den ihr dann natürlich auch nutzen könnt und sollt. Auch die TeamSpeak-IP wird unten in der Videobeschreibung nochmal drinstehen. Ihr findet sie aber auch bei mir auf dem Kanal. Das heißt, ihr braucht nur auf der linken Seite mal gucken. Da steht dann TS ist 24/7 online und darunter steht dann die IP. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, da herzukommen und den auch zu nutzen. Damit ihr dann auch mit den Kollegen zusammen irgendwo eine Möglichkeit habt, vernünftig miteinander zu kommunizieren, euch abzusprechen und dementsprechend auch gut zu spielen. Das finde ich ist auch ein super Ding. So könnt ihr euch auch super miteinander unterhalten, kommunizieren. Das finde ich richtig klasse. Ihr könnt da auch so rein, wenn ihr wollt, nicht nur zum Spielen. Der Harry und ich, der Harry ist da ja mit Sicherheit öfter als ich. Auch zwischendurch mal, ich werde da zwischendurch auch mal zustoßen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, sind eigentlich gesagt, Harry, oder? Richtig. Das, was ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist, ja, dass der eigene MW3-Server jetzt die nächsten Tage dann auch online geht. Das heißt, wir haben dann auch für den Clan eine Möglichkeit, dort zu spielen, gegen andere Gegner zu spielen oder das auch zum Training zu nutzen. Super. Also Leute, das heißt für euch Bewerbung an den Harry für die PC-Leute. Ich hoffe, ihr freut euch, ihr habt Spaß und ich wünsche euch viel Erfolg dabei und bleibt dirty und bis bald. Und Harry verabschiedet sich auch nochmal kurz. Ja, Leute, ich hoffe, dass ihr euch meldet und dass wir viele, viele, viele gute und vor allem dirty Spieler finden.